Moin zusammen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar habe ich heute mal wieder ein Tabak-Review für euch. Jetzt einfach mal so als Abwechslung, dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit diese scheiß Tabaksorten getestet habe aus Ägypten, habe ich mir jetzt mal wieder heute was Neues geholt. Von Genie Tobacco Candy Puis. Hatte ich bisher noch nie gehabt. Ist auf jeden Fall in einer relativ großen Verpackung. Kosten die 200 Gramm 16,90 €. Ist noch komplett zu. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall testen. Wieder in meiner Dealer Maniac. Alles unten verlinkt. Im Silikonkopf. Kohle habe ich schon auf dem Grill liegen. Die Smokebox habe ich auch oben auf dem Grill liegen. Dann ist er einfach schneller an. Dann läuft der Tabak halt einfach schneller. Und die Shisha läuft dann halt einfach schneller. Der Hauptgrund, warum die Shisha immer so lange braucht, das ist, weil die Smokebox immer erst heiß werden muss. Aber wenn man sie vorher so 2-3 Minuten mit auf dem Grill legt, geht das auf jeden Fall alles wesentlich schneller. Ich packe das Ganze hier jetzt erstmal auf. Ich werde jetzt mal schauen, wie der Schnitt und so weiter ist. Okay, so riecht mir jetzt noch nichts. Hier ist auf jeden Fall so eine Folie drüber. Das heißt wahrscheinlich, dass der Tabak lose da drin liegt, was ich auch schon mal wesentlich besser finde. Ich hasse diese Tabaksorten, die einfach noch in einer Folie eingewickelt sind. Da macht man sich immer so extrem dreckig. Okay, so sieht das Ganze aus. Boah. Riecht auf jeden Fall richtig geil. Das riecht hundertprozentig so, wie, kennt ihr diese Eisbonbons, diese blauen Eisbonbons, genau so riecht das. Also so große Baumstückchen, sage ich jetzt mal, es sind hier keine drin. Der Schnitt ist eigentlich echt ganz sauber und gleichmäßig. Es sind zwar jetzt keine kleinen Stückchen, also keine sehr kleinen Stückchen, aber auch nicht zu groß. Die Feuchtigkeit ist eigentlich echt optimal. Und der Geruch, der ist halt wirklich echt richtig heftig. Riecht wirklich 1:1 wie diese Eisbonbons. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt einen Kopf und dann rauche ich das ganze Ding mal an. Denkt auf jeden Fall immer dran, beim Kopfbau nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und den Tabak einfach nicht festdrücken. Dass der schön lose drin liegt im Kopf. Zur Not dann irgendwie nochmal mit der Zange so ein bisschen hochwirbeln. Keine Ahnung, auf jeden Fall dürfte er nicht zu feste drin liegen. Und dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Ich mache jetzt erst nochmal schnell einen Thumbnail und dann rauche ich das ganze Ding mal an. So, nach 2-3 Mal ziehen ist das Ding auch schon angeraucht. Dadurch, dass einfach die Smokebox schon oben auf dem Kohlegrill lag, geht das wirklich mega schnell. Man zieht 1-2 Mal und das Ding ist eigentlich schon fast komplett an. Geschmacklich muss ich wirklich sagen, also es ist schwierig. Also riechen tut der wirklich hundertprozentig wie so ein Eisbonbon. Wie gesagt, hier steht ja drauf Candy Puis. Das ist auf jeden Fall schon mal ein kompletter Unterschied zu diesen scheiß Tabaks aus Ägypten. Das ist wirklich mega heftig. Hier kommt einfach viel mehr Rauch und man spürt einfach null dieses Komische, was in diesem Ägypten-Tabak mit drin ist. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall hat man immer so einen extrem komischen Nachgeschmack. Vor allem hat der Tabak das letzte Mal so extrem gedrückt. Ich habe übertriebene Kopfschmerzen gekriegt. Mir war danach irgendwie richtig schlecht und hier kann ich ziehen, wie ich will. Einfach geil. Wie gesagt, rauchen tut das Ganze echt gut. Und schmecken tut es halt, ja gut, Candy Puis, Süßigkeiten, Brise, was weiß ich. Also ist auf jeden Fall extrem, frisch, würde ich sagen. Also es ist eigentlich fast genauso wie dieses Eisbonbon. Also als würde man hier auf diesem Eisbonbon rumkauen, rumlutschen oder ähnliches. Es könnte vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver sein. Also der Geruch, der ist wirklich genauso wie so ein Eisbonbon und wirklich richtig heftig. Geschmacklich, also die Frische ist auf jeden Fall da, nur dieses, keine Ahnung, dieser Eisgeschmack, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie man es jetzt beschreiben soll. Der könnte eventuell noch ein bisschen mehr sein. Aber auf jeden Fall kein Kratzen, nichts, es drückt nicht. Der Rauch ist richtig geil, das Teil läuft einfach wirklich gut. Und man hat einfach durchgehend einen guten Geschmack. Ja, also ich würde sagen, wer auf diese Eisbonbons steht, wer auf dieses Frische einfach in so einem Shisha-Tabak steht, der kann sich den Genie hier auf jeden Fall holen. Candy Puis heißt er, 16,90 €, wie gesagt, für 200 Gramm.
Ich kann wirklich nichts Negatives sagen, gefällt mir eigentlich wirklich ziemlich gut. Ich hatte schon mal von Chili Lemon Fresh gehabt, der war eigentlich auch in Ordnung. Das ist einfach so ein Tabak, den kann ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde rauchen. Den Ägypten-Tabak, den habe ich aber nach dem Video direkt runtergemacht, weil das einfach eklig war. Das ging gar nicht. Der hier läuft einfach. Wie gesagt, der deutsche Tabak ist generell wesentlich besser. Ich habe mir jetzt nur die hier heute geholt. Den werde ich jetzt rauchen, bis er leer ist. Dann hole ich mir wieder. Ich hole mir nie irgendwie 3, 4 Tabaksorten auf einmal. Weil wie gesagt, ich bin jetzt so einer, der jetzt 3 Köpfe am Tag raucht. Ich bin einer, ich rauche vielleicht 1, 2 Mal eine Woche Shisha maximal. Allein eigentlich nur, wenn ich ein Video mache, ansonsten nur mit Kollegen. Und ja, normale Zigarette rauche ich auch nicht. Ich bin da einfach kein Fan davon. Wenn sich das Wetter jetzt auch langsam mal hält, dann werde ich jetzt auch endlich mal dieses Video aufnehmen von meinem Gas-Cola-Anzünder, den ich mir gekauft habe, extra für draußen zum Campen, für Sees oder sonstiges. Und dann würde ich sagen, das war es auch wieder vom Video. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert am besten die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Video. Ciao.